zijn, Zari. Hoi. Hallo, zeg. Ja, dann nein, tut den noch paar Worte richtig. Ja, zwei. Könnt ihr maximal das machen? Mhm. Ich finde es dann spannend, wenn es einfach nur eine Kontur hat, ist es völlig minimiert, oder? Ja, richtig. Im kühlen Tag hier hochgekommen sind. Ich habe Leute gesehen von ganz weit her. Das hat mich natürlich extrem gefreut. Aus dem Freiamt, aus Zürich, aus überall. Herzlich willkommen. Die Sonne hätte eigentlich auch noch kommen sollen. Ich habe das mit dem Petrus abgemacht, aber anscheinend ist er nicht so ein Graffiti-Freund. Darum hat das jetzt nicht so geklappt. Aber es sind sicher alle warm angekleidet, weil kalt gibt es ja nicht. Es gibt nur falsch angekleidet. Ich habe vor 3 Jahren hier ausstellen in Tübli. Mit meinem Thema Alp auf Zug. Ich hatte dort eine grosse Unterstützung von Martin Fessler, den ich schon seit Jahren kenne. Es hat alles super geklappt. Ich habe hier gesagt, mein Traum ist es, mal einen Zug noch zu besprechen, weil Alp auf Zug gehört ja eigentlich auf den Zug rauf. Die Leute, wenn sie den Zug mal noch einmal sehen, dass dann auch das Schild rum ist, das sagt: Achtung, Alp auf Zug. Vielen herzlichen Dank. Danke vielmals. Und Fondant Schocke mit Käse und mit Bibeli haben sie gesagt, das setzen wir um. Und sie hat es also tatsächlich umgesetzt. Wer Schocke nicht gerne hat, hat vielleicht den Schocke. Käse-Schocke. Wer Käse nicht gerne hat, hat vielleicht Käse-Schocke gerne. Und wer Käse gerne hat, hat Käse-Schocke sicher auch ein bisschen gerne. Sie müssen es probieren. Es ist wirklich etwas Spezielles.